Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video über die Pending Order bei Pocket Option. Ich persönlich bin mit Pocket Option jetzt eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Ich wurde ein paar Mal angeschrieben wegen inkorrekten Charts. Dazu habe ich jetzt ein Video hochgeladen. Das kann man hier oben mit dem Maus i klickt sich angucken. So viel erstmal dazu. Wir haben heute Wochenende, das heißt, es ist nur OTC verfügbar. Das ist was, mich ein bisschen nervt. Ich weiß nicht, ob das in meinem Browser liegt, aber ab und zu spinnt der Chart hier ein bisschen. Ich vermute aber fast, es liegt an meinem Browser. So, kommen wir zu der Pending Order. Das Schöne ist hier schon mal, dass man so von der Zeit und vom Preis abhängig machen kann. Hier wählt man dann den zu handelnden Wert aus. Je nachdem, bei Preis, bei Zeit. Wähle ich hier die Zeit. Hier oben ist die aktuelle Zeit angegeben. Ich mache hier einfach mal 11 Minuten. Hier kann man ein Minimum Payout angeben. Dann mache ich mal 70, dass die auf jeden Fall auch durchgeht. Und Masse nach unten. Ich handle jetzt nur mit einem US-Dollar. Das werde ich verkraften, falls es daneben geht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wie auch im MetaTrader, die typische, dass es vom Preis abhängig ist. Da wähle ich auch hier den Wert und hier den Preis. Und wann die Order ausgelöst werden soll, hier oben sieht man auch den aktuellen Preis. Momentan irgendwie nicht, aber das ist wahrscheinlich am OTC. Hier auch wieder der Payout, hier der Trading Amount und hier kann ich den Timeframe einstellen. Also ich kann auch 5 Minuten, 30 Minuten und so weiter. Hier sind wir jetzt. Sagen wir mal, hier setzen wir eine Order. Put Order in dem Fall. Das wären etwa, wenn ich nicht täusche. Ne, 8. So. Die getimte wurde ausgelöst. In dem Fall ist bisher nicht unbedingt zu meinem Vorteil, aber das sehen wir dann vielleicht noch. Er läuft hier noch ein bisschen. Und jetzt sieht man hier unten, wurde das Level erreicht, das ich angegeben habe, und meine zweite Order wurde auch ausgelöst. Die laufen jetzt beide. Insgesamt ist das eine ganz schöne Sache, gerade in Verbindung mit Price Action, also ohne Indikatoren. Dazu folgt am Montag dann noch ein ausführliches Video zu verschiedenen Price-Action-Strategien, die ich nutze. Beide Optionen jetzt verloren, aber wie gesagt, darum ging es auch nicht. In dem Fall, man könnte beispielsweise hier jetzt eine Trendlinie ziehen, wobei es natürlich mit Support und Resistance sehr viel besser funktioniert. So, jetzt zeichne ich mal von hier. So, hier runter. Dann könnte man zum Beispiel versuchen abzuschätzen, wo die als nächstes getroffen wird und etwa das Level angeben. Das ist die eine Variante. Wie gesagt, mit Support und Resistance funktioniert das viel besser noch. Man kann zum Beispiel die Linie hier ziehen und darauf warten, dass der Preis wieder nach oben kommt, zum Beispiel. Das ist jetzt hier nicht das beste Beispiel. Gucken, ob wir was anderes finden. Hier könnte man die Linie zum Beispiel hier ziehen. Die hier einfach vergessen. Und dann hier eine Put-Option. In dem Gedanken, dass der Preis hier hochkommt und wieder abprallt. So viel zu der Pending Order. So viel zu der Pending Order bei Pocket Option. Ich persönlich bin wirklich sehr zufrieden mit Pocket Option und kann den auch bisher nur empfehlen. Wenn man, wie gesagt, die eigenen Charts nutzt, gerade bei kurzfristigen Optionen, dann ist das auch nicht das Problem. Und den Unterschied zum MetaTrader findet man eigentlich bei jedem binären Broker und auch unter den MetaTradern selber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer mehr Videos sehen will, findet ihr in meinem Kanal. Ich freue mich natürlich über ein Like und einen Kommentar. Und ansonsten empfehle ich Ihnen, meine Webseite zu besuchen und zu meinem Kanal. Sonst empfehle ich Ihnen, meine Webseite zu besuchen und meinen Kanal zu abonnieren, beziehungsweise die Notifications hier unten einzuschalten für die nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.